Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge zum Bus Mechanic Simulator. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, der Bio. Freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest. Ja, in der letzten Folge hat man ja gesagt gehabt, dass ich den Auftrag jetzt hier fertig bastle. Er ist fertig. Somit kann er jetzt weg. Und ja, wir haben ein bisschen Zeit gespart. Definitiv. Lassen wir uns mal überraschen, ob jetzt hier alles war. Es war ja noch mit der Kühlwasser noch nachfüllen, haben wir dann auch gemacht und ja, jetzt hat der komplett neue Bremsbeläge, der Bus, würde ich sagen. Jetzt kann er wieder richtig bremsen, gerade auf X10. Heieieiei, da ist Bremsen vonnöten. Gerade unsere Lieblings-zweite Spurparker, ja, da brauchst du die Bremse doch schon mal ein bisschen öfter. Und gerade wenn du in Berlin bist, sowieso. Ja, so, nächster Auftrag bitte. Würde ich mich sehr drüber freuen. Zip. Da, wow. Das hat echt jetzt nur 125 Punkte gemacht. Ey, Leute, das kann echt lange dauern hier. Ja? Also wenn du keine Punkte kriegst hier, dann ist das echt schlecht. So, die Stoßdämpfer, alle Achsen müssen gewechselt werden. Schon wieder Stoßdämpfer. Als erstes werde ich jetzt erstmal unser komplettes Inventar leer machen. Ja, das ist ein bisschen nervig, ja, wenn dann mal die Meldung kommt, du hast keinen Platz. Ja. Das ist ein bisschen anstrengend. So, und wieder die Stoßdämpfer. So, hier seht ihr, ne? Also nicht geschieht. Es gibt sogar zwei Bremsbeläge. Es gibt einmal äußere und einmal scheinbar normale Bremsbeläge. Ja, das hatte mich nochmal ein bisschen gewundert gehabt. Stoßdämpfer können wir dann gleich schon holen. Denke mal, es wird eh bloß die eingeben. Die waren noch hier, oder? Die Stoßdämpfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Ja. So, dann können wir die nämlich gleich verbauen, weißt du? So, da bin ich ohne rangekommen, oder? Musste ich dazu den Reifen abmachen? Ich weiß es nicht. So. Demontage und das ging Gott sei Dank ohne. Dass ich den Reifen mal abnehmen muss, schön. Das ist was funktioniert hier. So, dann können wir den gleich nämlich wieder montieren. Und den neuen Stoßdämpfer ran. So, und zup. So, Demontage. Ab mit dir und ab. So, dann wieder die Montage. So. Dann der Kollege hier. Oh, wo ist denn sein Stoßdämpfer? Hier. So, Montage. Ha, es gibt nämlich doch wieder verschiedene. Gut zu wissen. Das war wieder mit dem Bremsbelegen. So, aber. Oh. Naja, es könnte aber dann. Bist du? Montage? Nee.
Also wir brauchen echt nochmal andere Stoßdämpfer. Jetzt haben wir natürlich Punkte umsonst ausgegeben. So. Da können ja alle weg. Was soll ich damit noch? So, dann. Mit der Achse, Mittelachse, genau. So, dann installieren, please. Oh, wo war sie jetzt? Da. So, sind noch mal schnell und dann war das hier auch schon durch. So. Gut, das war's. Bus ist fertig. Und ab dafür. Ja, lass uns mal überraschen. Also als nächstes kommt hier. Wundervoll. Geil. Ganze 50 Punkte. Oh. Die Bremsscheibe der Vorderachse muss gewechselt werden und der lufttrockene Ausgangsleitung. Eieieiei. Mal gucken. Lufttrockene Ausgangsleitung. Also wir kümmern uns erstmal um die Bremsscheiben vorne, würde ich sagen. Da müssen wir zumindest aber schon mal alle Reifen ab, wenn wir drum rumkommen. Aber schön, du bist schon vorne, sehr gut. Dann kannst du die Achse gerne heben. Denn die Reifen müssen definitiv ab. So, dann. Das hoffe ich zumindest, dass sie ab müssen. Wollen wir uns jetzt überraschen lassen. So. Ab damit. So, okay. Radaufnahme. Bremsscheibe, da ist er. Und wir sehen, es muss aber alles ab. Gut. Dann wollen wir dies tun.
Ach, oh, wirklich. Muss man die ganzen Radbolzen hier auch noch rausnehmen. Das ist jetzt natürlich lästig. So, ich glaube, es geht besser einfach mit der F5-Ansicht. Traumhaft, oder? Erstmal komplett alles auseinandernehmen. Oh, warte mal. Das muss doch gar nicht ab. Das muss ab. So, das ist immer die eine Schraube, sonst vergessen wir die nachher wieder. Und dann suchen wir uns hier wieder dumm und dämlich. So. Okay. Gucken wir mal. Ersatzteilliste. Guck mal ins Inventar rein. Und jetzt haben wir es aufgeschrieben. Und wir finden das Teil in A2. A2, hier haben wir eine Bremsscheibe. Jetzt wollen wir gleich noch eine mitnehmen, weil wir brauchen eine Zweie. Montieren, Bremsscheibe. So, dann. Das wieder festgeschraubt werden. Wollen wir gar nicht machen. Aber gut, dann ist das jetzt so. So. Dann haben wir das jetzt auch. Sehr schön. Das ganze Spiel ist auf der anderen Seite auch nochmal großartig. Großartig.
Sounds leider ein bisschen sehr, sehr gewöhnungsbedürftig hier. Wenn sie halt nicht immer hier klimaunfreundliche Musik nehmen würden. Also es ist bei Train Station Renovation, ja, Musik klingt eigentlich ganz cool. Aber sobald er Musik spielen lässt, ja, er schlägt sofort die GEMA wieder zu. Ein bisschen abartig. So. Ja, müssen wir fertig machen, weil bis nächste Woche haben wir sonst alles wieder vergessen. Deswegen wird die Folge heute ein wenig länger. So, weil wir uns gleich nochmal abmühen müssen. Und ja, dieses eine Teil suchen müssen. Ha! Das wird Spaß. So, dann haben wir die Teile schon mal raus. Warte mal, geht's? Kann man nicht hier. Wirklich, nein, das ist halt auch nicht, ne? Bei der Formel 1 geht das schneller. Ne? Also, da geht noch was. So, ja, genau. Das habe ich schon fast gedacht, ja. Kannst du nicht für alles nehmen? Wieso geht denn das nicht mit der Ratsche? Dem Bohrer. So, kannst du ab und du jetzt ab. So. Plus. Ja, so, dann, das kann wieder ran, du kannst wieder ran, du kannst wieder ran. Du wieder ran. So, die Bremsklötze können wieder ran. Du kannst ran. Du kannst ran. Du kannst ran. Du kannst auch überall ran. Also irgendwie habe ich halt das Gefühl, dass du halt nicht wirklich viele Punkte hier bekommst. Hier. Das dauert alles Ewigkeiten gefühlt. Damit du endlich mal alles spielen kannst, soweit. Ja, ein bisschen schneller geht es wahrscheinlich schon. Aber das ist jetzt vielleicht ein, zwei Sekündchen oder sowas. So, wenn wir jetzt da gucken dürfte.
Normalerweise hätte er nicht reingepasst. Normalerweise. Warte mal, das war hier drin irgendwo. Also hier ist er dran. Kann ich hier mal gucken? Hier ist er auch dran. Nö, dann ist er überall dran. So, genau. Das hätten wir zumindest. Lass mal gleich mal runter. Bevor wir es vergessen. Als nächstes haben wir Bauteiltausch erforderlich. Lufttrockner Ausgangsleitung. Okay, wie schaut es denn aus? Ich habe mir jetzt immer so ein bisschen vorgenommen, jetzt hier mal so ein bisschen reinzulinsen erstmal. Natürlich müsste man erstmal wissen, wo man es findet. Wenn man mit dem Teil so rein gar nichts anfangen kann. Lufttrockner, Kraftstoff, Abgas. Nee, hier ist es nicht drin. Getriebe wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Das wird es auch nicht sein. Lufttrockner. Also hier zumindest mal den Lufttrockner. Und was brauchen wir? Was ist das? Ausgangsleitung. Muss ich passen, ne? Also. Das ist auf jeden Fall Motor. Wir brauchen wieder unser altes Werkzeug hier. Zip. So, schauen wir mal, ob wir es finden. Lufttrockner Ausgangsleitung. Ölwanne. Lüfter, Ölbehälter, Schlauchleitung, Kältemittel, Ladeluftkühler, Zugangsrohr, das ist es nicht. Auslassleitung, Ladeluftkühler, Auslassleitung. Warte mal. Ach so, nee. Lufttrockner. Flexrohr, Ventildeckel. Okay, ich gebe es auf. Da müssen wir leider unser Sheet-Modul benutzen. Das ist bestimmt doch wieder vorne. Wette ich mit euch. Na klar. Wo ist weiter hinten? Komme ich von unten ran?
Sensor. Das war doch jetzt gerade hier, oder? Oh, das Kabel fehlt hier. Oder? Nee. Nee. Oh, wo war das? An der zweiten Achse? An der zweiten Achse, guck mal hier. So, Demontage. Inventar. Und wir finden A4 bis A6. Oh. Das wissen wir leider nicht so genau. Druckluftschlauch, stimmt das? Ja. Gut. Haben wir das auch? Plus und dann ran damit. So, das war's. Das war's, Leute. Feierabend für heute. Wochenende. So muss das sein. Also schreibt's wieder in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Lasst ein Like da, wenn euch es gefallen hat. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich ja, beim nächsten Mal hier wieder. Nächstes Wochenende geht's weiter mit einer weiteren Folge hier vom Bus Mechanic Simulator. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Warten jetzt hier noch unsere Nachbesprechung ab. Und dann geht's rein in den Sonntag hier mit uns. Und wenn es jetzt wieder nur so lächerliche Punkte gibt, weiß ich nicht. Also, da müssen wir uns sowas einfallen lassen. 300 lächerliche Punkte waren es. Ja, gut, ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal.